Ich widme dieses Buch dem Felsen der Gastlichkeit und Freiheit, jenem Stück alter normannischer Erde, auf dem das edle kleine Volk des Meeres wohnt. Ich widme es der Insel Guernesey, der rauen und doch so milden, die heute mir ein Zufluchtsort, der einst wohl auch mein Grab sein. Victor Hugo. Clubin sucht beharrlich und unermüdlich nach Rantin, der das Vermögen seines Freundes Les Herries gestohlen hat. Er trifft sich mit zwielichtigen Schmugglern und besorgt sich einen Revolver, mit welchem er Rantin zur Herausgabe des gestohlenen Geldes zwingt. Gilliatt lebt allein. Seine Liebe zu Déruchette bleibt sein Geheimnis. Eines Abends lässt Clubin die Maske fallen. Der treue Freund verfolgte den Dieb aus reinem Selbstzweck. Nachdem er den Steuermann der Durande betrunken gemacht hat, steuert er selbst das Schiff direkt gegen einen Felsen. Nach dem Aufprall befiehlt er die Evakuierung des verunglückten Schiffes. Er selbst bleibt an Bord. Mit dem Geld. Ein gemachter Mann. Clubin springt ins Wasser, um zu den Schmugglern zu gelangen und zu fliehen. Während die Schiffbrüchigen im Hafen ankommen. Déruchette verspricht, den Mann zu heiraten, der die Maschine rettet. Gilliatt wird das Unmögliche versuchen.
Das ist für Sie. Es kommt aus England. Sie erlauben? Aber natürlich. Schlechte Nachrichten? Mein Onkel ist gestorben. Oh. Dahingeschieden, ohne Kinder zu hinterlassen, ich bin sein Erbe. Er hinterlässt mir sein ganzes Vermögen. Es soll sehr groß sein. Ich werde nach England zurückfahren müssen, um diese Erbschaft zu regeln. Na, dann gehen Sie. Sie sind plötzlich reich. Dieser Reichtum berührt mich nicht. Oh, Gott hat ihn geschickt. Sie müssen ihn annehmen. Was meinen Sie? Empfehlen Sie mir zu heiraten? Ja.
einen Brief für Sie. Er kommt von mir. Du machst ihn nicht auf? Interessiert er dich überhaupt nicht? Er kommt aus Lissabon. Wer schickt ihn? Ein Matrose aus Guernesey hat ihn heute Morgen gebracht. Er hat einen Mann in Lissabon getroffen und der hat ihn für sie mitgegeben. Er hat ihn bedrängt, ihn mitzunehmen. Er ist von Orten. Monsieur Le Siri, es erscheint mir wichtig, Ihnen etwas mitzuteilen. Sie haben Ihr Vermögen zurückbekommen. Na sowas? Was bedeutet das? Bevor ich Saint-Malo verließ, traf ich Monsieur Clubin und habe ihm 50.000 Francs übergeben, die ihm gehörten. Er hat mich gezwungen, auch die Zinsen zu zahlen. Zusammen also 60.000 Francs. Ich wollte Sie hiermit warnen. Unterschrift Rantaine an Bord der Tamaulipas. So was. Da ist ein Postskriptum. Kann man wirklich schlecht lesen. Monsieur Clubin hatte, ach, kaum zu lesen, einen Revolver bei sich. Darum konnte ich es nicht quittieren. Was ist ein Revolver? Ein Revolver ist natürlich eine Waffe, eine Feuerwaffe. Was macht Clubin mit einer Feuerwaffe? Ist das wirklich die Schrift von Rondon? Aber natürlich ist das die Schrift, ich erkenne sie wieder. Was kann das bedeuten? Wo ist Clubin? Was hat er getan? Komm! Bleib hier, Schatz. Tangru! 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 Los, komm zu dir! Wach auf! Bleib sitzen! Und jetzt antworte mir. Das letzte Mal in Saint-Malo. Der Tag vor dem Schiffsunglück. Erinnerst du dich? Hast du Clubin in der Stadt gesehen? Oh, ja. Sprach er mit jemandem? Ja. Mit Zuela. Zuela? Ja. Wer ist Zuela? Monsieur Lethierry, Zuela ist ein Schmuggler. Er schafft Flüchtlinge rüber nach Amerika, aber er soll nicht billig sein. Wie heißt sein Schiff? Tamaulipas. Und Clubin sprach mit ihm, bist du sicher? Ja, Monsieur. Und was mich erstaunt hat, und je länger ich mir das überlege, desto rätselhafter ist mir die Flasche unter meinem Kopf. Eine Flasche? Was für eine Flasche? Oh, eine Flasche Rum, ein richtiger Rachenputzer. Wie hat sie da hingetan? Also, ich weiß es wirklich nicht. Ich fand sie unter meinem Kopfkissen. Ich habe sie nicht dahin getan. Ich schwöre es. Man sagt, Clubin hat einen amerikanischen Revolver gekauft. Wo denn? In Saint-Malo, bei den Pariser, 180 Francs. Er nahm das Ruder. Das hat er sonst nie gemacht. Und als ich die Douvres sah, schrie ich Alarm. Aber er wollte nicht wenden. Das ist wahr. Hätte er das Schiff verlieren wollen, so hätte er nicht anders handeln müssen. Ja, aber man verliert doch nicht einfach so ein Schiff, nur weil man Spaß daran hat, es zu verlieren. Er hätte sich retten können. Er hat sich das alles ganz gut ausgedacht, glaube ich. Brasilien, dahin könnte er geflüchtet sein. Er wird in Baumwolle und Kaffee investieren. Mit welchem Geld? Mein Onkel. Clubin hat dich bestohlen. Das ist doch nicht möglich. Ich kann das nicht glauben. Ich bin ganz sicher. Warum? Die 60.000 Francs. Wenn er gewollt hätte, dass du sie kriegst, dann hätte er sie doch dem Rettungsboot mitgegeben. Ich denke, jetzt ist alles vorbei. Die Menschenmengen bei den Abfahrten. Der mächtige Heizkessel. Die schöne schwarze Rauchfahne. Vorbei. Alles vorbei.
Ich bin zweimal bestohlen worden. Unser Leben wird sich ändern. Keine Freunde mehr. Die Idioten werden Mitleid mit mir haben. Wir werden unser Haus verkaufen. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich bin Ruinier. Das ist das Ende. Nach.
Deutsch. Ja, das ist meine Maschine. Gilliatt, hast du mir meine Maschine zurückgebracht? Läuft sie noch? Gilliatt! Gilliatt! Wo steckst du, Gilliatt? Gilliatt, das ist doch dein Boot! Ich erkenne es wieder! Wo bist du? Wo versteckst du dich, Gilliatt? Ich hab die Maschine gesehen. Wo bist du? Gilliatt! Mademoiselle, kann ich Sie sprechen? Mademoiselle, ich muss gehen. Wann? Morgen. Aber warum? Gefällt Ihnen die Insel nicht, Ebenezer? Sie gefällt mir sehr gut, das wissen Sie. Aber Geschäfte rufen mich nach England. Eine Erbschaft. Und Sie kommen nicht wieder? Ich weiß nicht. Es kann sein, dass meine Kirche mir andere Aufgaben zuteilt. Aber ich habe mir gedacht, dass Sie kommen könnten. Nach London? Ja. Ich wollte Sie fragen, ob Sie meine Frau werden wollen. Ich sehe Sie jeden Donnerstag und Sonntag in der Kirche. Ich hörte, dass Sie früher nicht so oft gekommen sind. Das ist wahr. Ich weiß, dass Sie jeden Abend im Garten spazieren gehen. Ich habe es nie gewagt, mit Ihnen zu sprechen. Aber jetzt spreche ich mit Ihnen. Es ist meine Pflicht. Gott will, dass es Liebe gibt. Und ich liebe sie. Es gibt auf dieser Welt nur eine Frau, das sind Sie. Ich liebe sie. Leidenschaftlich. Ich denke an sie wie an ein Gebet. Ich liebe. Und ich warte. Ich muss mit Ihrem Onkel sprechen, soweit er bereit ist, mich zu empfangen. Doch vorher wollte ich Sie noch sehen. Ich wusste gar nicht, dass Sie mich bemerkt haben.
In der Kirche fiel mein Blick ungewollt immer auf sie. Das ist alles. Es sind heimliche Kräfte, die über uns walten. Ja, manchmal spüre ich sie auch. Ich fahre morgen. Wenn Sie mich zurückweisen, komme ich nicht wieder. Worauf warten Sie? Auf Ihre Antwort. Die kennen Sie. Sonst wären Sie doch nicht hier, Ebenezer. Ich wusste gleich, dass du es warst. Aber wie hast du das geschafft? Du musst viel durchgemacht haben. Du hast mir das Leben zurückgeschenkt. Ich habe alles geprüft. Es fehlt nichts. Also komm, du musst mir alles erzählen. Wie konntest du dich nur auf den Douvres halten? Der letzte Sturm hätte dich umbringen müssen. So, komm rein. Komm, mach das Licht heller. So, was möchtest du trinken? Nichts. Doch, doch, bring uns was zu trinken, aber schnell. Das wird mir kein Mensch glauben. Das ist Hexerei. Genau das werden die Leute sagen. Und sie haben recht. Die Maschine wird wieder laufen. Da bin ich ganz sicher. Ein bisschen Öl und sie fängt wieder an zu laufen. Oh. Ich glaube, ich träume. Es gab noch nie so was Großartiges. Es ist gewaltiger als die Erstürmung der Bastille. Es ist gewaltiger als alles. Du hast dein Wunder vollbracht. Weißt du das, Clubin? Clubin, die Durand versenken wollte, um mich zu betrügen. Weißt du das? Tonru hat er betrunken gemacht. Und er hatte mein ganzes Vertrauen. Er wollte mit dem Geld von Rantaine verschwinden. Oh, Gilliatt, Gilliatt, wir werden die Durand neu bauen, ne? Und du wirst mein Kapitän sein. Aber eine größere Durand, viel schlanker, viel länger, verstehst du? Aus deutschem Holz. Das ist das Beste. Ich hoffe, ich kriege Kredit. Och ja, ich habe ja die Maschine. Wenn ich bloß noch ein bisschen eigenes Kapital hätte, dann wäre die Sache einfacher. Was ist das? Das ist ja... Aber da steht ja Clubin drauf. Ich lese seinen dreckigen Namen. Verdammt! Aber was ist denn das für Geld? Clubin ist ertrunken. Das hier ist sein Gürtel. Mein Gott. Das Geld von Ronte. Oh, Gilliatt, du bist ein Teufelskerl. Du bringst mir meine Maschine und mein Geld zurück. Du bist fantastisch. Du weißt, du bist mein Schwiegersohn. Du heiratest die Ruchette. Nein. Was heißt nein? Ich liebe sie nicht. Da stimmt doch was nicht. Du liebst die Ruchette nicht. Dann hast du also für mich Dudelsack gespielt. Dann bist du also für mich. Meine schönen Augen wegen da unten gewesen. Hast dich in Gefahr gebracht. Wirst fast vor Hunger und Kälte krepiert. Hast für mich gegen den Sturm gekämpft. Bist du krank oder was ist? Der Ruchette hat versprochen, dich zu heiraten. Und sie wird dich heiraten. Ob du sie liebst oder nicht, Gott nochmal. Außerdem seid ihr alle Zeugen. Also was ist los? Anstatt eure Schlafmützen aufzusetzen und eure Kerzen zu löschen. Es gibt Leute, die wahre Helden sind. Hier haben wir einen Helden. Einer von denen, die besessen sind von einer Aufgabe. Er hat mir meine Maschine zurückgebracht. Und mein Geld. Deruchette. Deruchette, komm doch, mein Liebling. Komm doch. Nun komm. Du bist wieder wohlhabend. Hier. Hier ist dein Mann. Oh.
Wir werden die Hochzeit sofort vollziehen. Und du wirst die stolze Frau eines braven Mannes. Jetzt heiratest du wenigstens keinen Soldaten oder Priester. Einen, der lügt oder andere umbringt. Ich gebe dir einen Mann. Einen Aufrechten. Einen Mann, der arbeitet, der kämpft. Der die Erfindungen von anderen rettet. Du wirst auf jeden Fall mein Schwiegersohn. Das habe ich schließlich Gott versprochen. Ich werde euch so schnell wie möglich verheiraten. Wie schön er ist. Du's, du's! Der Richette! Ach, du's, ich hab dich schon gesucht. Hast du die Richette heute Morgen schon gesehen? Sie ist früh weggegangen. Ah, gut. Gestern Abend fühlte sie sich ja nicht so wohl. Ihr wurde etwas schwindlig. Die vielen Menschen, die anwesend waren. Und dazu die Überraschung, die Aufregung. Du Junge, warte mal. Wo bringst du das hier hin? Ich muss die Truhe zu Kaschmir bringen. Die Winde sind ungünstig. Sie ist auf Rede geblieben. Läuft sie heute noch aus? In 3 Stunden. Ha, das trifft sich bestens. Diese Briefe hier. Die kannst du dem Kapitän übergeben. Das ist die Bestellung für das Holz. Und dann kannst du ihm noch ausrichten, dass sein Dampfschiff keine ungünstigen Winde kennt. Sieh mal her. Ich habe ein Gilliard geschrieben. Geh zum Pfarrer und lass dir Dispens erteilen. Denn ich möchte, dass die Hochzeit so schnell wie möglich stattfindet. Am besten sofort. Ich kümmere mich um die Durand und du um die Richette. Lesserie. Fertig. Also bring ihm das sofort. Ja? Warten Sie! Warten Sie! Ich wollte Ihnen noch Adieu sagen. Aber ich kann es nicht. Ich habe sie geliebt und ich wusste es nicht. Ich nahm es nicht wahr. Ich mache ihnen keine Vorwürfe. Sie haben mir keine Veranlassung gegeben, sie zu lieben. Ich habe sie angesehen. Das war's. Und bis gestern habe ich noch gedacht, ich würde zum Gottesdienst gehen, um zu beten. Jetzt weiß ich, dass ich sie liebe. Sie dürfen nicht fortgehen. Sie haben gehört, was Ihr Onkel gesagt hat. Er kann sein Wort nicht brechen, und was soll ich dann noch hier? Ich sterbe, wenn Sie gehen. Das alles wegen einer Maschine. Verlassen Sie mich nicht. Lassen Sie mich nicht. Adieu. Warum heiratet ihr denn nicht? Wer zwingt euch auseinanderzugehen? Heiratet und geht gemeinsam fort. Mademoiselle de Richette ist 21 Jahre alt. Sie kann selbst entscheiden. Ihr Onkel ist nur ihr Onkel. Ihr liebt euch doch. Wie kommen Sie überhaupt hierher? Heiratet. Aber mein Onkel. Er wäre dagegen, wenn er davon erfährt. Er wird sich schon fügen, glaubt mir. Ihr geht sowieso fort. Er wird euch später verzeihen. Ich möchte ihn nicht im Kummer zurücklassen. Er wird ihn bald vergessen. Entscheidet euch. Die Kaschmir fährt in 2 Stunden ab. Noch ist Zeit. Aber nicht mehr lange. Also, verlieren wir keine Zeit.
Matrose, warten Sie auf uns. Miss, Sie haben mich gefragt, wie ich hierher komme. Das ist ganz einfach. Ich möchte Ihnen helfen. Sie sind 21 Jahre alt. Auf dieser Insel können Volljährige innerhalb einer Viertelstunde verheiratet sein. Kommt schon. Die Kapelle ist ganz nah. Worauf wartet ihr? Bitte kommt schon. Folgt mir. Ich warte schon auf euch. Mein junger Kollege, ich muss Ihnen zweifach gratulieren. Ihr Onkel ist tot und Sie nehmen meine Frau. Durch das eine sind Sie reich und das andere macht Sie glücklich. Sie wollen sofort heiraten, aufgrund Ihrer Abfahrt, was verständlich ist. Ihr hättet den Antrag vor ein paar Tagen vorlegen müssen, aber da ihr mir beide wohl bekannt seid, mache ich eine Ausnahme. Mein Vikar wird Trauzeuge des Bräutigams sein. Was den Trauzeugen der Braut angeht... Na, bestens. Leider gibt es da noch ein kleines Hindernis. Das betrifft das Aufgebot. Der Gesandte von Monsieur Lessieri sagte mir, dass dieser zu beschäftigt wäre, an der Trauung teilzunehmen, aber damit einverstanden ist. Aber das ist nur eine mündliche Erklärung. Ich muss seine Unterschrift sehen. Geh zum Pfarrer und lasse dir Dispens erteilen. Ich möchte, dass die Hochzeit so schnell wie möglich stattfindet. In der Tat scheint Monsieur Lessieri mehr mit seinem Schiff beschäftigt zu sein, als mit der Heirat seiner Nichte. Was soll's? Lessieri hat unterschrieben. Alles in Ordnung. Alles geklärt. Na gut. Treten Sie vor. Hat irgendjemand gegen diese Heirat was einzuwenden? Joe Ebenezer Cordry, willst du diese Frau zu deiner Gemahlin nehmen? Ja, ich will. Déruchette Lessieri, willst du diesen Mann zu deinem Gemahl nehmen? Ja, ich will. Gemäß dem Ritus unserer Kirche stelle ich die Frage, wer gibt diese Frau an diesen Mann? Ich. Déruchette, ich nehme dich zu meiner Frau. In guten wie in schlechten Zeiten. Ob du reich oder arm bist, gesund oder krank, ich werde dich bis zu meinem Tod lieben und gebe dir darauf mein Versprechen. Ebenezer, ich nehme dich zum Mann in guten wie in schlechten Zeiten. Ob du reich oder arm bist, gesund oder krank, ich werde dich lieben bis zu meinem Tod, ich verspreche es. Die Eheringe. Ich heirate dich durch diesen Ring.
sie sich durch diesen Ring. Durch diese Ringe seid ihr im Namen Christi vereinigt im Angesicht Gottes. Und bleibt es. Ihr seid pünktlich. Madame, Sie fahren sehr plötzlich ab. Ich kann mir vorstellen, dass Sie vielleicht Kleider und Wäsche brauchen könnten. An Bord der Kaschmir werden Sie eine Truhe finden, die Damenwäsche enthält. Sie ist von meiner Mutter. Sie war für meine Frau bestimmt. Ich möchte sie Ihnen schenken. Ich will Sie ja nicht aufhalten, aber sehen Sie, Madame, ich glaube, dass ich Ihnen eine Erklärung schuldig bin. Am Tage des Unglücks gaben Sie ein Wort. Das war so dahingesagt. Man ist nicht gezwungen, sich an all die Worte, die man sagt, zu erinnern. Nur Sie haben gesagt, keiner wird es wagen, dahin zu gehen. Ich habe es gewagt. Sie sagten, es sei unmöglich. Es war nicht das, was unmöglich war. Wenn wir Zeit zum Sprechen hätten, würden wir uns erinnern. Aber so, es fing alles damit an, dass Sie meinen Namen in den Sand schrieben. Einmal, als wir uns trafen, glaubte ich, Sie lächeln zu sehen. So erklärt sich das alles. Gestern, als ich nach den Strapazen wieder nach Hause kam, sah ich zerschunden aus. Ich habe Ihnen Angst gemacht, ich weiß. Das war mein Fehler. Ich bitte Sie um Verzeihung. Das war's, was ich Ihnen sagen wollte. Sie müssen jetzt losfahren. Der Wind kommt von Osten. Adieu, Madame. Sie sind mir nicht böse über das, was ich Ihnen sagte. Sie nehmen jetzt Abschied. Ich denke an die Truhe. Warum behalten Sie sie nicht für Ihre Frau? Sie werden sicher mal heiraten. Madame. Ich werde bestimmt nicht heiraten. Es wäre schade. Weil Sie gütig sind. Worauf warten Sie? Auf Ihre Antwort. Sie kennen sie. Sonst wären Sie doch nicht gekommen. Es wäre schade, weil Sie gütig sind.
Sie kommen gerade richtig. Das Wasser steigt. Wir lichten gleich Anker. Wenn Sie mir folgen wollen. Matrose, bringen Sie die Truhe runter. Ja, Captain. Jemand steht da auf dem Felsen. Siehst du ihn? An die Brassen! Großsegel setzen!